Ja, schönen guten Tag, nicht aus dem Dschungelcamp, sondern aus dem Animal Center in der Nürnberger Straße. Kollegin Swasik hat in der Morning Show einen Fehler gemacht und Frank war unnachgiebig und hat sie direkt zur Dschungelprüfung geschickt. Und was sie da heute erwartet, das seht ihr jetzt. Das war der Fehler meines Lebens. Hallo Swasik! Hallo Swasik, wir haben uns einiges für dich ausgedacht. Du wirst mit den verschiedensten Tieren Bekanntschaft machen und dich sicher das eine oder andere Mal richtig überwinden müssen. Die erste Dschungelprüfung erwischte Swasik gleich richtig kalt. Ein großer Topf mit sich windenden Mehlwürmern, die man auch im RTL-Dschungelcamp öfter sieht. Und ein Stern drin. Den musste Swasik rausholen und das kostete sie einige Überwindung, wie man unschwer erkennen konnte. Einmal mit Schmackes rein. Aber ich hab Angst, stell dir vor, es wäre Erde. Come on, Swasik. Weiter geht's. Oh Gott. Ihr spinnt. Da ist er. Yay. Und als wäre das noch nicht genug, gab's das Ganze gleich nochmal. Und zwar mit Schaben. Die Schabe wird im Volksmund auch Kakerlake genannt und ist mit Sicherheit nicht das beliebteste Haustier der Welt. Nämlich aus dem Keller. Obwohl Swasik jetzt schon der Schweiß auf der Stirn stand, kam's noch dicker. Denn jetzt ging's richtig auf Tuchfühlung mit den Krabbeltierchen. Zuerst mit einer Vogelspinne, die es sich auf Swasiks Schulter bequem machen durfte. Ich glaube, ich spinne. Ja. Ihr wisst nicht, was ich für eine panische Spinnenangst habe. Mit den Mehlwürmern hatte Swasik ja schon Bekanntschaft gemacht. Jetzt gab's noch ein Küsschen obendrauf. Ja. Und? Und als Höhepunkt eine ausgewachsene Pfefferschabe zum in den Mund nehmen. Die sind aber bekanntlich zäh und deshalb konnte ihr diese kleine Einlage auch nichts anhaben. Da hat Swasik mit Sicherheit mehr gelitten. Der Klassiker unter den Dschungelprüfungen durfte natürlich nicht fehlen. Die Box voller Schlangen und mit 3 Dschungelsternen drin. Jetzt war Swasik aber schon voll in ihrem Element. Auch diese Aufgabe meisterte sie mit Bravour, auch wenn ihr Gesichtsausdruck das nicht ganz widerspiegelt. Kann jemand? Alles easy. Ein Foto machen? Nach diesen nervenaufreibenden Mutproben hatte sich Swasik natürlich eine Belohnung verdient. Und zwar in Form von leckerem Fastfood aus Bienenmaden, Heuschrecken und Mehlwürmern. Naja, wenigstens den verführerischen Cocktail aus Likör und Fischeiern hat sie nicht verschmäht. Und damit hat Swasik alle Dschungelprüfungen bestanden und für ihren Fehler mehr als genug gebüßt. Auf geht's, tunk nochmal rein, dass schön gepasst. Shit, Hans. Die jetzt besser nicht mehr essen.